Die Kampagnenorganisation Campact hat im Zuge der Landtagswahlen ja zu einer Zweitstimmenabgabe für die Grünen aufgerufen und auch einen sechsstelligen Betrag an die Partei gespendet. Gleichzeitig hat Campact über die Tochtergesellschaft Hate Aid im Verlauf der letzten Jahre rund 2 Millionen Euro erhalten. Da würde mich interessieren, Frage geht unter anderem ans Familienministerium, wie denn das Familienministerium und der Kanzler diesen Vorgang bewerten, dass einerseits eine Organisation oder deren Tochtergesellschaft mit Millionenbeträgen gefördert wird und diese dann gleichzeitig von einem grünen geführten Ministerium und diese dann gleichzeitig im Gegenzug entsprechende Wahlempfehlungen und auch Wahlspenden tätigen. Vielen Dank. Es ist richtig, dass Hate Aid im Rahmen des Programms Demokratie Leben gefördert wird und dass das was, was ich Ihnen gerade dazu sagen kann. Nachfragen? Ja, aber nochmal eine Verständnisfrage. Das heißt, für das Familienministerium erscheint es nicht problematisch, dass man eine Organisation fördert, die gleichzeitig, beziehungsweise zumindest eine Tochtergesellschaft fördert, die gleichzeitig eine Wahlempfehlung für eine konkrete Partei ausspricht und diese auch noch mit einem sechsstelligen Betrag unterstützt. Findet das Familienministerium unproblematisch, auch was gute Regierungsführung, Transparenz angeht? Ich kann Ihnen jetzt zu dem Einzelfall gerade im Detail nichts sagen.